Sporen. Masken auf. Ich hab keine. Glaubt ihr Typen nicht an Gasmasken? Wir waren auf der Flucht. Lass mich sehen, was ich finde. Bleib hier. Zurück. Mach weiter. Wenn du stirbst, sitze ich hier fest. Dann bete mal, dass ich es schaffe. Okay, Gasmaske. Gasmaske. Endlich. Wenn du dich schon umbringst, nimm wenigstens die Gasmaske ab. Idiot. Ja. Sieht gut aus. Okay, zurück zu Lev. Ich hab was für dich. Ja. Wir brauchen zu lange. Es geht eben nicht schneller. Es hilft deiner Schwester auch nicht, wenn wir beide tot sind. So. Wir packen das. Ein Weg nach unten? Nein. Abby, wie wär's damit? Ist das ein Löschloch? Lev, hol das da runter. Komme.
Ich geh mal runter. Sei vorsichtig. Komm schon. Du schaffst das. Möge der Strom ruhig sein. Oh Gott. Wie viele Stockwerke müssen wir wohl noch runter? Keine Ahnung. Ist ein großes Gebäude. Ja. Danke. Thank you.
Okay, ein Fortschritt. Neff, bist du okay? Ja. Und du? Soll ich ehrlich sein? Nicht mein bester Tag. Stimmt es, dass Isaac die alte Garde erledigt hat? Hört mal, ja. Ich hab gehört, er foltert Leute. Lass uns jetzt nicht darüber reden. Okay. Hast du schon mal wen gefoltert? Neff, lass uns erstmal von hier verschwinden. Thank you.
Oma. Was ist das? Eine Münze. Eine kleine Mütze? Was? Die Maske abnehmen. Danke. Das Krankenhaus. Ist das? Wir haben es geschafft. Das haben wir. Siehst du den Aufzug da vorne? Verschwinden wir hier. Lass uns den anderen nicht sagen, was los war. Ich will nicht, dass Yara sich sorgt. Du bist ein guter Bruder. Kann ich dich was fragen? Okay. Bereust du, dass du dich rasiert hast? Bei uns gibt es keine Reue. Lev. Ich hätte einfach weglaufen sollen.
dann wäre Yara das alles nicht passiert. Sie wäre zu Hause, bei unserer Mutter. Braucht eure Mutter zu Hause denn Hilfe? Sie ist unsere Mutter. Es ist unsere Pflicht. Sie dich töten wollen. Ich störe sie höchstens bei ihrer Backgammon-Runde. Was ist Backgammon? Ich gehe vorne rein, hol mir das Zeug und komme wieder. Du bleibst hier, ja? Ja. Hey Leute. Scheiße, bist du hergeschwommen? Oh, das Boot hatte ein Leck. Ich brauche medizinische Vorräte. Ich erledige was für Isaac. Wir bringen all diese Dinge zu Isaac. Was braucht er? Kann nicht drüber reden. Es hat nichts mit der Basis zu tun. Tja, alles wird eingepackt und weggeschafft. Sieh mal nach, ob jemand hat, was du brauchst. Hey, ist Nora auch hier? Gestern meinte sie, dass sie herkommen will. Gerade mit dem letzten Transport los. Aber sie kommt wieder. Okay, danke. Wie kommen die immer noch an neue Rekruten? Vielleicht verpassen sie allen Eindringlingen eine Gehirnwäsche. Er hat Danny erschossen? Wenn er Glück hat, finden ihn die Scars zuerst. Scheiß Verräter. Oh, hey, Bear. So weit von zu Hause weg? Braver Junge. Hallo, Abby. Hey. Hi, Leute. Oh, Abby. Hast du das von Danny gehört? Nur Gerüchte. Hoffe, ihr verbreitet keine. Nein, tun wir nicht. Gut. Belasst es dabei. Hab was für dich. Na dann. Was hast du da? Schienen, Zungenspatel, Bettpfannen. Was Chirurgisches? Neulich habe ich drinnen so Zeug gesehen. Danke. Räumt ihr hier immer noch auf? Yep, eine nach der anderen. Sind da noch Vorräte drin? Oh ja, wir haben noch einige Etagen vor uns. Ach, viel Glück. Hey, Abby.
Wurdest du auch hergeschickt? Ja, was ein Akt. Ich brauche medizinische Vorräte. Kannst du mir zeigen, wo Abby. Isaac hat sich gemeldet. Du sollst zurück zur Basis. Ich rede noch mit Isaac. Mach das persönlich. Du fährst mit der nächsten Lieferung. Sorry. Was soll das denn? Sie ist seit gestern fahnenflüchtig. Streck die Hände aus. Die Schulter auskugeln. Nora. Wow. Hätte nie gedacht, dass du es dir mit Isaac versaust. Und war Owen im Aquarium? Ich weiß es von Manny. Ich brauche Verbandszeug. Wieso? Was ist mit ihm? Compartment-Syndrom. Zertrümmerter Arm. Du behandelst ihn doch nicht, oder? Mel. Wir haben nicht viel Zeit. Scheiße. Das meiste, was wir hier hatten, wurde schon weggebracht. Was? Die unteren Etagen fehlen uns noch. Und gibt es das da? Ja, wahrscheinlich, aber es ist hart da unten. Ich komme klar. Wenn sie dich kriegen, hatte ich nichts damit zu tun. Na klar. Okay, dann komm. Compartment-Syndrom. Fuck. Ja. Gut, dass er mit einer Ärztin liiert ist. Ist Mel okay? Ja. Sie war so fertig nach dem Gespräch mit Isaac. Isaac hat mit ihr geredet? Als ihm klar war, dass du weg bist, hat Isaac uns alle verhört. Er war nicht nett zu ihr. Hat jemand geredet? Nein. Nora! Wo wollt ihr beiden hin? Abby holen. Das Boot ist abfahrbereit. Da sind noch Kisten im dritten Stock. Könntet ihr die erst holen? Das Boot ist ziemlich voll. Bitte, sonst bin ich den ganzen Tag hier. Na schön. Danke. Sie sind weg. Bist du okay? Immer. Manny macht sich große Sorgen um dich. Weiß er, dass ich hier bin? Er wird's bald wissen. Und was hat Owen vor? Moment. Alles okay. Gut. Also, was hat Owen vor, wenn Mel den Arm amputiert hat? Er hat von Santa Barbara gesprochen. Er weiß, dass das Schwachsinn ist, oder? Gott, Mel tut mir so leid. Ja. Mir auch. Okay, hier sind die Intensivstation, das Traumazentrum und Operationssäle. Klingt perfekt. Es gibt einen Grund, warum wir hier noch nicht waren. Das war Ground Zero für die ganze Stadt. Hier brachten sie die ersten Infizierten hin, als es losging. Es wird total überwuchert sein. Super. Überleben sei lang. Und mein Tod sei schnell. Wir sehen uns in der Basis. Bald, hoffe ich. Ja.
Okay. Operationssaal, Trauma, intensiv. Dann mal los. Sieht gar nicht so schlimm aus. Trauma oder Chirurgie? Euch gut gewehrt. Gut, dass ich beim Ausbruch nicht dabei war. Notaufnahme. Das Traumazentrum muss da drin sein.